Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von A Story About My Uncle und ja, schwing mich mal weiter durch die Gegend, ne? Na, das fängt ja schon mal gut an. So, jetzt aber. Ich hätte vielleicht rennen sollen. Ich konnte gerade drücken. Verdammt. Jetzt aber richtig. Wie komme ich denn jetzt dahin? Wollte ich schon sagen. Wollte schon sagen, wie komme ich denn jetzt dahin? Aber ging ja gerade. Gerade noch. Oh shit. Okay, das war knapp. Das war ein bisschen zu knapp. Gut, dass man hier nicht sterben kann. Hoffe ich doch zumindest. Achso. Ich würde am liebsten gerade die Kisten hier durch die Gegend schleudern, aber kann ich nicht. Was ist denn da unten? Da unten ist wohl nichts, sondern das ist einfach nur Deko, oder? Wo geht's hier lang? Hallo? Hallo? Wo geht's hier lang? Warte mal, von da hinten bin ich doch, glaube ich, gekommen, oder? Ich glaube, ja. Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Hallo? Ich bin total verwirrt. Wo soll ich jetzt hier lang? Oh shit. Okay, ich soll in diese. Vielleicht doch hier lang? Oh, doch, okay. Ich habe gedacht eigentlich, dass ich von da gekommen bin. Naja. Habe ich mich geirrt. Habe ich mich halt geirrt. Ist das eine Kiste? Mist. Was? Ja, ich komme ja gleich. Ich guck nur hier. Ist das was? Ist das irgendwas? Nein. Wo denn? Hallo? Was? War das jetzt hinter mir oder war das jetzt? Ja, was denn? Ach so, da. Hi, welcome to my village. This is the town square, and that over there is Fred's tent. I haven't seen him in a few days, though. Maybe our elder Samuel knows where he is. He knows a lot of stuff. Mostly boring stuff, if you ask me, but it's worth a try. Before asking him, though, you should check out the village. It's not so bad, unless you have to stay for too long. When you're done, go to the island with the windmill, and you'll see Samuel's cove from there. I'll go on ahead and tell him that you're coming. He's not much for surprises. Later! Na, ja, bis später, bis später. I thanked Madeline and agreed to meet her later. It was strange. How could I talk to someone who was not even human and still feel like it was perfectly normal? Tja, vielleicht, weil, du hast zuvor den Avatar geguckt. Also den einen Avatar-Film. Nicht zu verwechseln mit, Avatar, der Herr der Elemente. Ne? Ich glaube, so hieß das. Nicht zu verwechseln damit. Eine ziemlich rosa Haut. Ziemlich. Ja. Ist hier sonst so irgendwas? Ich wollte dahinter. So. Soll das hier irgendein Zahlungspreis sein? 4 Tomaten für 2 Maiskolben? Ich geh mal weiter. Wie ist denn dich? Ach so, das da. Ohne kleine Mahnung davon, kleine Zeichnung davon, oder was?
Was macht denn ihr da? Ihr wisst schon, dass ihr diese Teile da auf dem Boden drauf halten müsst? Einfach nur in der Hand halten bringt nicht viel. Da, habt ihr ein Bild. Dankchen. Please. Okay. Egal. Dafür, dass zwar die ganzen Bilder sind, Bilder zwar ganz gut sind, ist das Feuer hier nicht so pralle. Ist aber egal. Mann. Das Spiel sieht immer noch schick aus. Schick halt so manch anderes Spiel. Most of the shacks in the village were built out of trash. Trash from our world. It was, after all, a garbage disposal pad that took me here. Tja, Menschen sind halt ziemlich dreckige Wesen irgendwie. Ist hier irgend... Nein, ich wollte doch nicht da rein, ich wollte dahinter. Nee, da ist nix. Jetzt sieht's besser aus. Vor allem eine leuchtende Kloschüssel ist auch nützlich irgendwie. Bei Nacht, ne? Brauchst nicht Lampe anmachen, du siehst aus der Toilette... aus der Toilette. Aus, ja, da, vielleicht das auch. Aber es scheint aus dem Badezimmer heraus. Das Scheißhaus glüht schon. Vor Vorfreude. Ja, du machst es schon ein bisschen besser. Das ist wohl ein Fernseher, oder? Okay, da ist eine Brücke. Ich wollte schon sagen. Kommt die Lücke auf einmal her. Ist da was? Nee, scheint nicht so. Gut, dass man das Ding als Lampe benutzen kann. Naja, so ein ganz klein wenig. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie herauszuhören, ob man irgendwo hier diese Messdinger hört. Da ist schon wieder so ein The Fog-Poster. Komisches Bild. Sieht aber nett aus. Kann man wer die Löcher in der Brücke zumachen? Da war ich doch gerade, oder? Naja, so kann ich noch nicht mal zeichnen, wenn ich will. Was? So könnte ich noch nicht einmal zeichnen, wenn ich wollte. So, muss ich ihn jetzt sehen? Muss ich doch da unten rein? Ich gehe mal da unten hin. Wer ist denn das? Sieht besser aus. Muss ich da lang? Kann sein. Erstmal gucken, was hier unten ist, dann gehe ich da hinten entlang. Ist das Fred? Das müsste dann wohl diese Magdalene sein. Wie hieß die Magdalene? Magdalene? Irgendwie so eine Richtung. Was ist das? Was ist das? Did Fred have any kids of his own? Nope. Not that I know of. He lived alone. He didn't really have any time for a family, I guess. He was always away or busy with his inventions. He could be gone for months at a time. I never knew how soon I would see him again. Don't you think he felt lonely then? I think he was too caught up in his projects to feel lonely. It seems like he found new friends in the village, though. Maddie seemed to be especially fond of him, taking after all that he did. Maybe Fred was like a father to her.
She didn't have a real father, right? If she was born from an egg. That's right. That's another thing we had in common. Ach shit, da sagt er. Das war so klar. Wo war das jetzt? Da. So. Okay, ich bin hier richtig, offenbar. Weil das ist so ein Checkpoint. So, wo geht's lang? Nimm mich mit, Stein! Und du auch. Ich habe keine Aufladung mehr. Ich muss, glaube ich, da unten hin. Alter, ich will so einen Anzug haben. Ist da hinten was? Nö, offenbar nicht. Nee, sieht nicht so aus. Und noch so ein Checkpoint. Kann ich nicht da lang noch? Ich weiß jetzt nicht, ob es da hinten weitergeht oder hier weitergeht. Nee, für irgendein Extra wäre der Weg irgendwie zu lang. Ich glaube, entweder gibt's hier ein Extra oder hier ist irgendwas Storymäßiges. A stranger in our halls. Welcome. Our name is Samuel. And we will do our best to assist you. Please tell us what brings you here. I told him that I was looking for my Uncle Fred. We should help. Do you know where he is? Fred left us without a word. If you aspire to find him, we can share with you a sacred crystal, a power core. Fred used their kind to power his suit. You can have it if you return our Fred to us. The crystal? Sweet! Madeline, that was inappropriate. Your help will not be necessary. The crystal is not for you to have. What? I want to help finding Fred. Why couldn't I? Please, Madeline, that is impossible. None of us may enter the chasms. It is too dangerous. What's the danger? If Fred can do it, so can I. I say this for your own protection, Madeline. You are forbidden from entering the chasms. Just because you're afraid of what's outside the village doesn't mean I am. I'm nothing like you. I'll never be. We apologize. It is true that we want to keep her safe, but she does not understand. Behind us is the power core. Take it and go into the chasms. Find Fred, and if you see Madeline, take care of her. Be safe. Ja, jetzt gibt's den Klunker her. Ups. Was ist denn das für... Okay, Kaulquappen. Wieso leuchten die so? I felt a little uneasy about moving on into the chasms. If it was too dangerous for Maddie, would it be safe enough for me? Ach so, okay, ja gut. Der Klunker hat bewirkt, dass ich jetzt dreimal durch die Gegend mich schwingen kann. Okay, ich hätte ja vorhin versuchen können, hier rüber zu kommen. Hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Yay! Und dass ich nicht gut. Ich frage mich so ein bisschen, warum ich das Gequassel manchmal hier nicht richtig hinbekomme. Ich höre so ein Piepen. Denn, ich frage mich, wie gesagt, irgendwie, warum ich das Quasseln einfach nicht hinbekomme. Ich mache es nicht mit Absicht oder so, aber... Ja,
Ich verplapper mich einfach immer wieder und wieder und wieder. Naja, ist wahrscheinlich irgendwie mehr oder weniger so ein Ding von mir. Naja, teilweise. Was ich allerdings, wie gesagt, nicht mit Absicht mache. Da ist noch so ein Piepteil. Piep, 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 piep. Klappe. Kaum reiße ich das Klopapier von dem Teil weg, halt die Klappe. Wo muss ich ihn lang? Hallo? Hier muss ich doch. Hier war ein Checkpoint. Hallo? Wo muss ich hier lang? Muss ich da rüber springen? Ich mach's einfach mal. Okay, das war jetzt fast nicht gut gewesen. Nein, 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 nein! Klunker, Klunker! Klunker? Nein. Verdammt. Das war nicht gut, das war nicht gut. Ach, verdammt. Ich habe so das Gefühl, dass es irgendwann früher oder später so sein wird, dass ich mich hier so ein bisschen aufregen werde. Weil es doch so ein ganz klein wenig zu dem... Ach, verdammt. Rage Game werden könnte. Okay, so sehr eigentlich nicht, aber... Es hat schon gewisse... Scheiße. Ja, ich weiß, das hat mit Timing zu tun, aber... Das Timing bekomme ich einfach nicht hin. Hoffentlich geht das. Ah, verdammt, nein, ich sehe da hinten schon einen dritten. Mano. Ah, das war auch zu spät wieder. Ja, das war zu spät. Okay, ich glaube, wenn er gerade dann da ankommt, muss ich rüber. Also jetzt. Hoffe ich mal. Ja, bingo. Eigentlich ein chilliges Game, muss ich sagen. Aber wahrscheinlich ist das nur wir für den Anfang. Alter, da war's knapp. Darkness swept over me as I left the glittering lights in the village behind me and headed for the ominous shadows of the chasms. Was? As I entered the chasms, it struck me how much darker it was in there. The shadows were black as ink, and although I tried not to be afraid, I couldn't help but shiver. Was it the darkness that frightened the villagers as well, or was it something else? Okay, hier ist nix, wie ich sehe. Und ich habe ehrlich gesagt gerade vollkommen vergessen. Wo ist der Anrufbeantworter? Da ist er. Gib mir dein Klopapier. Gute Nacht. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe gerade komplett vergessen, übrigens, wann ich das Video hier eigentlich gestartet habe. War das um 20 oder um 30? Wenn er 20 war, dann haben wir jetzt 21 Minuten. Wenn er 30 war, haben wir jetzt 11 Minuten. Ich mach mal noch 5 Minuten, dann ist Ende. Wieso konnte ich mir jetzt nicht merken, wann ich das Video gemacht habe? Ich habe keine Ahnung. Genauso wie ein Mysterium, genauso wie das Mysterium, warum ich mich so verplapperen tue. Verplapperen? Ja, sieht man, da hat man es gerade gehört.
Wo muss ich denn jetzt hier lang? Dahin? Hin? Oder wo lang? Ich glaube ja, oder? Ach nee, hier oben. Wobei, da hinten könnte irgendwas sein. Ich gehe mal hier hinten hin. Was ist denn das? Okay. Tell me something else you did with Fred. Well, early one summer morning, Fred took me down to the lake to watch the mayflies. Everything was still and quiet. The larvae floated on the lake's surface and slowly transformed into beautiful mayflies. Fred told me that they had been living on the bottom of that lake for a whole year, and that they would only live as adults for one single day. That's sad. What if the only day you were out of the water was a rainy day? That would be sad indeed. Tja, eintags liegen die Fliegen, die eine riesige Arschkarte gezogen hat. Sozusagen. Habe ich eigentlich gerade ein bisschen anders sagen wollen, aber irgendwie ist mir das entfallen, was ich sagen wollte. Was ist denn das für ein rotes Leuchten? Ach so. Nur so eine olle Lampe. Wo muss ich denn jetzt lang? Rechts oder links? Ich gehe mal rechts entlang. Was ist denn das hier? Eine olle Pflanze? Hm? Schön, große Plume. Was ist denn das hier? Steht da Fußrohr da drauf? Ich kann mit nichts machen. Was? Was? Hat der Strahl jetzt die Lampe an, die Lampe? Ja, doch quasi die Lampe angemacht. Was hat das jetzt bewirkt? Hä? Ist das jetzt ein kleines Rätsel oder was? Oder ist es jetzt einfach nur ein Effekt? Schön große Areale. Ich frage mich, ob man hier auch sogar bis zur Decke hinkommen kann. Na, glaube ich nicht. Hi, I'm glad you came. Sorry about back there. I just get so frustrated. They cling so desperately to what they know, won't ever do anything new. It feels better when Fred is around, but... I told Madeline I didn't mind, and I asked her what she was doing with the book. Oh, this? These writings? It's like a secret language. They are done by people who left the village long ago. They're called the Strays, but no one wants to talk about them. I started translating their language with help from a stray book that Fred found. This one says, don't move when the eye is open, I think. I wonder what it means. Whatever. We should get going. Why don't you take me on your back? It'll be faster if you carry me. I used to piggyback on Fred all the time. Turn around and I'll hop up. aber was? You're not going to drop me, right? Okay. Hey, ich hab mich nicht umgedreht. Madeline climbed up on my back. And with the suit on, I could barely feel the extra weight. Ja, aber die extra Stimme. Reicht doch schon, wenn ich 10 Stimmen im Kopf hab. Muss ich nicht da hinten entlang? War doch, da hinten war doch noch was, oder nicht? Nö. Gut, dass man so hoch springen kann. The winding, narrow tunnels felt like they were closing in on me. They were oddly long and twisting, almost like someone or something had dug them out.
With Maddie on my back, I had to be careful not to bump her head on the ceiling. Whoops! Sorry! Oh, hier geht's aber tief. Runter. Muss ich da lang? Nein. Sorry, Maddie, ich kann nichts dafür. Ich bin professioneller Kopfeinschläger. Was? Ne, hier sind nur Wände. Ich frag mich, was das da ist. Wenn man die wie Pflanze hier anstrahlen tut. Nee, bin ich jetzt nicht von hier gekommen? Nö. Mach ich trotzdem mal. Farewell, old life. Let us start anew. The Strays were ordinary people living in the village long ago. They disagreed with the old traditions and left to form their own village, or they were thrown out for misbehaving. The stories differ a bit. Immer dieses Verstoßen. Bringt doch eh nichts. Ne, nicht Felsen. Ich will nicht mein Gesicht mit dem Felsen kreuzen. Seemingly bottomless pits loomed below us, everywhere in the cave. The further we got, the more I felt like what faint light existed down there was getting fainter. I was really glad that I wasn't alone. Ich habe das Gefühl, dass man irgendwie bald in sehr warmen Bereichen hinkommt. Was ich jetzt hier offenbar... Ist das hier? Ja, das Checkpoint ist gespeichert. Nein. Nicht runterfallen. Nein. Verdammt. Ja, ich merke gerade was. So. Ich hätte mich gar nicht... Verdammt. Ich hätte mich gar nicht an die Wand da hinten festhalten müssen. Warte mal, der Anzug, das Mädel macht, Beware of what? Auf dich? Das Mädel, dessen Gewicht macht nichts aus? Wegen des Anzugs? Also müsste hier dann eigentlich ein Exoskelett sein, oder nicht? Ist hier hinten irgendwas? Oder gehe ich hier einfach? Nur zurück? What was that? I had never heard a creature sounding as terrifying. And I imagined it wouldn't be happy about visitors. Was ist hier hinten? Außer ein paar riesigen Pilzen. Ging's hier überhaupt irgendwo? Ich höre dich. So, was hat mich da gerade so angeknurrt? Nein, nicht in den Felsen. Muss ich nicht da oben lang? Cool, dass das geht. Warte mal, dann könnte ich ja rein theoretisch ja wirklich an die Decke, oder nicht? Ich gehe hier voll an die Decke, ey. Ja. Man könnte rein theoretisch hier wirklich überall hinkommen. Das ist ja cool. So.
Ja, ich habe gesagt, nur noch 5 Minuten wollte ich machen. Ja, genau, stimmt. Dann ist das hier so ein Checkpoint-Ding? Ich glaube ja, ne? Ja, das ist ja. Dann mache ich mal hier Ende. Ich höre dich. Ich habe keine Ahnung, wo du bist, aber ich sehe dich. Meins! Hat das jetzt das hier gespeichert? Das werde ich morgen sehen. Ja, das werde ich morgen einsehen. Jetzt habe ich mich schon wieder ein bisschen verquasselt. Ich krieg das nie auf eine Reihe, ey. Na, was soll's. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.